Moin Freunde, letzte Woche habe ich ein Video aufgenommen, wo es um Monatszahler ging. Vier Stück habe ich mir angeschaut und so ein bisschen die aktuelle Lage, den Preis eingeordnet. Ihr wolltet weitere Monatszahler sehen, ihr habt sie mir in die Kommentare geschrieben. Vier Stück schauen wir uns in diesem Video einmal näher an. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine eigene Meinung. Und abfahrt! Ja, und wir starten hier mit einem Unternehmen aus den USA, einem Equity Read und zwar LTC Properties. Wir schauen zunächst mal kurz, was LTC Properties macht. Man kann es ja schon erahnen. Es scheint um den Bereich Wohnen zu gehen. Es ist also ein Read aus der Altenpflege. Hier haben wir mal so ein bisschen hier so ein Portfolio-Überblick von LTC. Wir sehen es hier, Sie haben erstmal, Sie investieren in Equity, in Eigentum, das sind gute 66 Prozent hier, also gute zwei Drittel. Dann gibt es hier den Bereich Mortgage Loans, also hier in Hypotheken wird auch investiert mit gut 10 Prozent. Dann finanzieren sie auch, erhalten dann natürlich entsprechende Zahlungen dafür, hier mit 21,6, also gut 22 Prozent. Und dann gibt es hier auch eine Form von Anleihen, hier mit 2 Prozent. Daraus wird das Einkommen generiert. Wenn wir das Portfolio mal angucken, schwerpunktmäßig von den Immobilien her, haben wir eben hier Assisted Living, also betreutes Wohnen mit gut 53 Prozent. Und dann hier eben Skilled Nursing. Das heißt hier wirklich dann das Pflegeheim mit intensiverer Betreuung als im betreuten Wohnen mit 46%. Also relativ ausgeglichen, diese beiden Bereiche. Und dann hier noch so ein bisschen was ferner liefen. Das kann man aber hier dann natürlich auch getrost ignorieren. Wir haben 30 Operators, also 30 Betreiber, 30 Mieter in 29 Staaten, 212 Immobilien. Und wenn wir dann noch mal ein bisschen weiter runterschauen, können wir hier noch sehen, wo die einzelnen Einkünfte herkommen. Was ich aber noch mal zeigen möchte auf jeden Fall, ist dieser Bereich hier mit den Operatoren. Und wir sehen es. Wir haben auch hier nicht so schlimm wie zum Beispiel beim Medical Properties Trust. Aber ich sage mal eine gewisse ähm, Häufung in den oberen Bereichen, vor allen Dingen hier Prestige Healthcare, L, äh, ALG Senior und Brookdale Senior Living. Hier doch relativ hoch vertreten, die anderen natürlich auch, und das sind hier ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Stück machen hier also etwa 70 Prozent, seien es jetzt nun der Umsätze oder der Investitionssumme aus und die anderen 20 eben weniger. Das heißt, wir haben hier auch schon gewisse Risiken bei einzelnen Betreibern und wir sehen es. 30 Stück klingt erstmal viel. wäre natürlich bei einer schöneren diversifizierteren Verteilung so 3 Prozent pro Meter, da kommen wir hier nicht ganz hin. Das also an der Stelle auch noch mal gezeigt. Und wir gucken auch noch mal so ein bisschen über das Thema geografie Wir sehen es. Sie sind in den USA unterwegs. Schwerpunkt hier unter anderem Texas hier, man kann es immer sehen, so 2017. Das ist dann immer einmal das betreute Wohnen, einmal quasi dann das Pflegeheim hier zusammengerechnet, also 37, dann Michigan hier relativ groß mit dabei, dann hier auch North Carolina und Florida. Das hier so die wichtigsten, wenn man von der Investitionssumme ausgeht. Ansonsten auch Colorado mit 13 ähm, ja, Immobilien groß mit dabei. Ein Punkt, den ich noch ein bisschen übergangen habe, möchte es auch nochmal der Vollständigkeit halber erwähnen, auch natürlich Joint Ventures zählen mit dazu, das also quasi, ja, Beteiligung, wo aber LTC nicht den Hut auf hat, das heißt unter 50% hält, auch die zählen hier mit dazu, aber hier natürlich auch wieder fairerweise 0,9% ist eher ferner liefen. Kerngeschäft, wie gesagt, hier das der Bereich Equity. Ja, schauen wir dann mal so ein bisschen in die Fundamentalkennzahlen rein, Freunde. Und wir schauen natürlich bei einem Read immer auf die Adjusted Funds from Operations und sehen hier erstmal positiv, die Dividende scheint hier gedeckt. Aktuell wird 82,3% von den Adjusted Funds from Operations ausgezahlt. Wird gleich nochmal wichtig, den Wert können wir schon mal merken, wenn wir hier auf die Dividendenkennzahlen näher schauen, denn äh, wenn wir auf den Cashflow schauen, das ist natürlich immer eine Kennzahl, wir, wir setzen sie mal darüber, ähm, die beim Read immer schwierig ist, wobei hier tatsächlich auch der Cashflow schön aussieht, kann aber auch immer natürlich durch einzelne Käufe, Verkäufe da zu gewissen Verschiebungen auch kommen. Und äh, vielfach ist es ja auch so, dass ich dann nach dem Gewinn gefragt werde und dann sehen wir hier, der Gewinn, der schwankt nochmal deutlich mehr. Ja, gucken wir mal zusammen auf den Fair Value und wir nehmen natürlich hier den Fair Value auf Basis der Adjusted Funds from Operations auch. Und sehen hier, auf dieser Basis ist die Aktie momentan unterbewertet. 43 US-Dollar wäre der Fair Value auf Basis der Adjusted Funds for Operations. Wir haben momentan nur einen Wert von 33 US-Dollar. Das heißt, hier ist schon eine Unterbewertung zu erkennen, wenn man dieser Basis folgen möchte. Wir gucken das Ganze natürlich auch mal an auf Basis der Dividende. Denn wir haben hier einen Wert, der ausschüttend ist und wollen natürlich auch unsere Rendite über diese Ausschüttung erzielen. Und können dann eben hier auch ganz klar sehen, auch auf dieser Basis wäre das Unternehmen aktuell unterbewertet. Wir schauen mal zusammen in den Chart hinein, Freunde, und wir sehen hier, ja, ähm, wir hatten hier eigentlich einen schönen Trend. Die Kontinuität ging dann auch weiter, aber hier gab es dann einen großen Einbruch. Was ist passiert? Naja, 2000, 2001, da die große Finanzkrise, ich sag mal, zu Beginn des neuen Jahrtausends, 2008, 2009, hat man da deutlich weniger gesehen. Hier sehen wir noch den Corona-Crash. Insgesamt, ja, man hatte hier eine schöne Entwicklung, aber so zwei seit 2016, vielleicht schon etwas davor, geht es eher seitwärts. Ich möchte noch einmal die Dividendenanpassung mit reinnehmen. Hier sieht man das nochmal, finde ich, viel schöner. Ähm, dann kann man eben hier auch sehen, wie diese Kontinuität sich dann aber fortgesetzt hat. Natürlich nicht sofort, sondern hier, wir sind jetzt 98 und bis wir wieder so auf diesem Niveau waren, ja kommt, lasst es 2004 sein. Also man musste schon so ein bisschen Zeit dabei abwarten. Aber auch hier zeigt sich mit der Dividende dazu, seit 2019 stagniert das Ganze momentan hier etwas rendite-technisch. Also, das ähm, sollte man hier beim im Blick haben. Ich möchte noch mit euch nochmal auch auf technischer Sicht nach Einstiegen gucken. Wir gehen ähm, aus der Gesamtübersicht hier aus dem Monatschart mal in die letzten fünf Jahre hinein, sind dann auf Wochenbasis und äh, wir blenden, was ich immer ganz gerne mache, hier das Volumenprofil mit dazu. Und ihr sehen eben, das Volumen wird hier nach unten hin dünner, so bei 31, ja 32, sagen wir mal 32 US-Dollar. Und aus meiner Sicht hier eben tatsächlich auch eine spannende Möglichkeit, die man mal angucken könnte. Natürlich im Corona-Crash waren wir deutlich tiefer. Haben uns dann aber mehrfach auch bei diesem Niveau um diese 32 US-Dollar da gefangen. Hier im November 21 war es mal soweit. Die, die Oktoberkorrektur hier erstaunlicherweise gar nicht so schlimm ausgefallen. Jetzt laufen wir auch wieder auf dieses Niveau. Also, man könnte tatsächlich mal hier diese 32 US-Dollar für einen Einstieg im Blick haben. Wir waren ja temporär auch hier. In dieser Woche schon mal nahe dieses Niveaus und da können wir einfach mal gucken, ob die Aktie da tatsächlich wieder reagiert, ob diese Supportzone hält. Ja, und damit natürlich das Wichtige, wir gucken auf die Dividendenkennzahlen, Freunde. Wir sehen hier 6,86% Dividende. Das ist schon eine relativ hohe Dividendenrendite, zeigt natürlich auch, dass momentan hier ein gewisses Risiko auch gesehen wird. Seit 0 Jahren wird gesteigert, das ist mal gar nicht so schön, seit 20 Jahren aber nicht gesenkt. Da haben wir natürlich eine ordentliche Kontinuität. Ähm, Payout-Gewinn, Payout-Free-Cashflow, haben wir ja schon drüber gesprochen, Freunde. 82,31 von den Adjusted Funds for Operations, das heißt zum jetzigen Zeitpunkt ist die Dividende auf dieser Basis gedeckt. Steigerungen sind natürlich auch nicht vorhanden. Wir können natürlich jetzt hier auch in den Urschleim der Vergangenheit zurückgucken. Die letzten zehn Jahre, da gab es noch eine Steigerung. Ist natürlich jetzt nicht aussagekräftig, weil eben seit Jahren nicht mehr gesteigert wird. Das können wir hier schön sehen. Seit 2017 wird die Dividende konstant gehalten auf einem hohen Niveau. Wie gesagt, momentan kriegen wir sieben Prozent fast. Ähm, natürlich auch durch die Korrekturen. Und ähm, ja, gesteigert wird also nicht. Deswegen finde ich, macht es auch keinen Sinn, auf diesen zehn Jahreswert hier zu gucken. Ausschüttung ist klar, ist jetzt kein Geheimnis, wir schütten zwölfmal aus, damit eben über das ganze Jahr. 19 Cent gibt es monatlich pro Anteil. Und damit würde ich sagen, ja, machen wir Schluss bei LTC Properties und wir gucken zum nächsten Wert gemeinsam. Auch den habt ihr euch gewünscht. Prospect Capital, eine Business Development Company. Könnt hier sehen, ich weiß jetzt nicht, was Business Development Companies mit, mit Segeln zu tun haben, aber wir schauen uns das Ganze mal näher an. Und bei Prospect wollte ich vor allen Dingen mit euch mal auf das Portfolio näher schauen. Ähm, Business Development Companies, ihr wisst es sicherlich, für alle Neuen dabei sind, einmal noch kurzer Abriss. Das sind quasi Kapitalgeber für den amerikanischen. Klein- und Mittelstand hier ähm, nicht, aber klassisch wie eine Bank, sondern eher schon risikobehafteteres Kapital. Dafür bekomme ich auch relativ hohe Renditen, die die Business Development Companies dann an mich als Investor ausschütten müssen. Per Definition müssen Business Development Companies, um das Risiko zu reduzieren, diversifiziert aufgestellt sein und das zeigen mir auch die Industrien. Wir haben gute 18% im Immobilienbereich, dann Consumer Finance, also Finanzprodukte, Finanzberatung etc. Für den Endkunden, für den Privatkunden hier gute 10%, dann haben wir hier Healthcare, also das Gesundheitswesen mit 10%. Dann haben wir hier Subordinated Structured Notes. Das sind also gewisse Formen von Schuldverschreibungen, die ja, ich meine, nach 2008 in der Finanzkrise da oder danach erfunden wurden. Das sind Produkte mit höherer Rendite zwar, ja, aber gleichzeitig höherem Risiko. Denn vor diesen Subordinated Structured Notes müssen andere Schulden bedient werden. Und das heißt, man hat hier auch ein höheres Ausfallrisiko, Freunde. Und wenn wir darüber nachdenken, dass ähm, Prospect Capital zuletzt ja auch etwas stärker ähm, korrigiert hat, weil wieder eine weitere Bank in Bedrängnis kam, dann wissen wir auch, woher das kommt, weil eben 10% oder sagen wir 9% hier in diesem risikobehafteteren Bereich investiert sind. Ja, dann haben wir noch Commercial Services, also hier, ich sage mal Dienstleistungsangebote, eher im B2B-Bereich, IT-Service. Dann ähm, Consumer Services, ähm, diversifizierte, also ich sag mal ähm, ja Dienstleistung für den Endkunden. Vertriebs, Vertriebsfirmen haben wir hier: ähm, Airfracht ist mit dabei, Professional Service, also hier auch nochmal Dienstleistung, Gewerbe, ähm, Textil ist mit dabei, ein bisschen Luxus, was auch immer Luxus dann bedeuten mag. Media, Construction, Engineering, also man ist relativ diversifiziert, hat auch noch hier 21%, Other wahrscheinlich dann unter 1,8% oder noch niedriger. Also grundsätzlich diversifiziert aufgestellt. Ähm, wir schauen mal zusammen so in die Entwicklung hinein und das ist jetzt hier wieder etwas schwierig. Ähm, den Gewinn anzugucken, ja, der Gewinn schwankt natürlich, ne, wenn dann so ein Investment fällig wird, und man gegebenenfalls dann die Zahlung zurückbekommt, das investierte Kapital können natürlich auch gewinne cashflow so ein bisschen springen für mich der geeignete punkt und da springen wir, gucken wir gleich mal gemeinsam drauf ist hier an der stelle dann dass wir das ganze auf basis des net investment incomes anschauen und das machen wir auch gleich noch fair value ist eben das gleiche problem wir gucken einfach mal auf den fair value auf basis der dividende warum Prospect Capital für mich ein Wert, wenn ich da rein investiere, dann möchte ich da Cashflow generieren. Und da sehen wir es, wir sind momentan hier auf der Basis noch etwas teuer. 6,28 US-Dollar kostet die Aktie. 6 US-Dollar wäre der faire Wert momentan für die Dividende. Das heißt, wir haben hier noch ein bisschen Luft, nicht viel, aber ein bisschen Freunde. So, jetzt aber, was wir machen wollten, wir gucken auf die ähm, äh, wir gucken bei BDC Investor auf die wichtigen Kennzahlen für diese BDC und wir sehen sie erstmal der Preis ähm, pro Net Asset Value Net Asset Value also quasi das was das Unternehmen investiert hat wie gesagt Prospect Capital investiert ja und diese Investitionen stellen einen Marktwert dar und dazu setzen wir den aktuellen Kurs in ähm, Beziehung und sehen eben, das Average liegt hier bei 0,88. Das heißt, ich zahle weniger, als diese Investitionen an Marktwert haben. Ähm, historisch gesehen also schon. Wobei wir eben sagen müssen, das Ganze hat zuletzt eher etwas korrigiert. Gerade in der älteren Vergangenheit waren wir über dieser Benchmark-Linie, da zuletzt dann eher darunter. Und ich würde eher persönlich hier so ein Average von 0,7 ähm, dabei in Betracht ziehen. Gleichzeitig muss man aber sagen, aktuell liegen wir bei 0,63. Und damit ist, obwohl wir natürlich eher in der Vergangenheit diese hohen Werte haben, aus meiner Sicht diese Aktie momentan eher günstig bewertet. Ja, dann natürlich der zweite Punkt. Das schauen wir uns gleich nochmal an, aber wir nehmen schon mal gedanklich mit für die Dividendenkennwerte. Wie sicher ist die Dividende? Und hier müssen wir uns das NOI, das ist das Net Operating Income, beziehungsweise es steht hier auch, wenn vorhanden, eben das Net Investing Income anschauen. Das heißt also das Einkommen, was aus der Haupttätigkeit hier in dem Fall eben den Investitionen erzielt wird. Und da sehen wir eben, das lag in den letzten zwölf Monaten bei 0,88 US-Dollar, die Dividende in Summe bei 0,72. Damit kommen wir auf eine Ausschüttungsquote von 81,81 Prozent. ,81%. Und damit wäre diese Dividende aktuell auf dieser Basis sicher. Ja, wir haben also gesehen, auch Prospect Capital oder Prospect Capital ist momentan eher günstig bewertet, so scheint es. Dürfen aber, wie gesagt, bitte auch die Risiken, die wir teilweise im Portfolio haben, nicht vergessen, Freunde. Ja, jetzt schauen wir mal gemeinsam, wie hat sich hier der Aktienverlauf, der Aktienkurs entwickelt. Und wir sehen, das sieht jetzt gar nicht mal so schön aus. Ne? Das müssen wir hier auch fairerweise sagen. Wir haben hier einen laufenden Abwärtstrend, eine laufende Korrektur. Natürlich kann man jetzt sagen und argumentieren, auch durch die Finanzkrise, aber auch danach ging es weiter. Hier das absolute Tief momentan hier bei Corona gefunden, hier zum, zum, zum Corona-Crash. Danach ging es wieder etwas aufwärts. Ja, es ist etwas schwer einzuordnen. Für mich, wir könnten jetzt sagen, wir hatten hier einen Trendbruch, wenn wir sagen, das war hier das charakteristische Hoch, das haben wir dann wieder überboten in dieser Korrektur. Sicherer würde ich mich persönlich fühlen, wenn man diesen Wert nimmt und dann sehen wir, wir waren zwar an der Grenze, haben es aber nicht geschafft, den Trend zu brechen. Deswegen würde ich ihn an dieser Stelle noch als aktiv sehen. Preislich sehen wir hier aber auch gleich spannende Einstiege. Ne? Es bietet sich ja sofort an, auf diese Linie einmal näher zu schauen. Eine Sache wollte ich euch aber auch nicht vorenthalten: so, ähm, obwohl wir hier kurstechnisch, und das ist kein Geheimnis, hier unser Investment mehr als halbiert haben. Ne? Das heißt, wir haben auf Basis des, ähm, des ähm, Aktienkurses hier Verlust gemacht. Müssen wir natürlich auch die Dividende in Betracht ziehen. Ne? Jetzt kommen hier ein paar wilde Linien dazu. Der, das verschiebt sich natürlich alles, wenn wir die Dividende mit einrechnen. Und dann sehen wir hier mit der Dividende dazu, da haben wir einen ordentlichen Gewinn machen können, Freunde. Und da wären wir eben bei 221 Prozent. Das also bitte dabei immer in Betracht ziehen. Wir haben hier einen Wert, der über diese Ausschüttung letztendlich seine Rendite generiert. Und wenn wir das dann logarithmisch sehen, dann haben wir hier tatsächlich auch eher eine Aufwärtsbewegung. Ja, das also dazu. Wir wollten gucken, wie diese Aktie momentan technisch ähm, zu sehen ist. Und da haben wir eben hier diese relativ spannende ähm, Zone hier gerade auch. Ihr könnt es sehen, wir kommen hier 2018 bis hier 2020 bis zum Corona-Crash. Waren wir eben so auf diesem Niveau hier? Ne? Das könnt ihr sehen. Dann sehen wir auch hier den, 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 ähm, ähm, den Mittelwert der Preis-Action hier bei 6,6 US-Dollar. Ja, dann eben Corona, einmal Abfahrt nach unten, dann ging es ordentlich hoch. Ähm, jetzt muss ich mal meine ganzen Tools hier zur Seite ziehen. Und dann sehen wir eben ne, auf diesem Bereich hier, da ging es dann wieder abwärts in die Korrektur. Wir haben es im Oktober schon mal getestet, dieses Niveau. Jetzt aktuell wieder. Wir sehen es mit dem Kerzen, doch sind wir durch, der Kerzenkörper aber darüber. Insofern, wenn man mutig ist an der Stelle, dann kann man sagen, aktuell aus technischer Sicht eventuell hier ein spannender Einstieg. Wichtig aber auch kritisch beobachten, nicht dass wir hier noch weiter durchrauschen. Ja, soweit so gut zu Prospect Capital, Freunde. Wir gucken auf die Dividende 11,46% und dann sehen wir eben, das ist relativ hoch und hier sehen wir natürlich dann aber auch wieder das Risiko, was wieder gespiegelt wird. Ich möchte mit euch einmal ganz kurz da, ähm, kleine, kleiner Exkurs, wir schauen einmal auf einen anderen auf eine andere Monatszahler BDC und zwar nicht Karl Mainfoods, das ist nämlich keine BDC, BDC, sondern Main Street Capital. Und hier sehen wir, wir haben nur 7%, wobei hier dann auch schon Sonderdividenden mit eingerechnet sind. Das heißt, hier auch ein Maß für das Risiko, für das Vertrauen. Und hier sind sich die Anlegerinnen und Anleger etwas unsicherer und deswegen gibt es hier eine höhere Dividende und aber auch den Abschlag eben zum Net Asset Value. Ja, 12 Dividenden pro Jahr ist kein Geheimnis. Das ist das, was wir gesucht haben, das ist das, was wir sehen wollten. Steigert seit null Jahren, seit drei Jahren nicht gesenkt. Gucken wir uns gleich an. Und wie gesagt, 81,81%. ,81%. Und wir sehen es, die Dividende eher zuletzt runtergegangen. Das können wir hier relativ gut sehen. Hier, wir kommen von höheren Niveaus, wurde dann stetig gesenkt, 2018 auf 2019 zuletzt, seitdem aber die Dividende konstant. Also Historie in Schön sieht anders aus, das müssen wir hier tatsächlich kritisch sagen. Allerdings, wie gesagt, auch das gehört dazu. Auf Basis der aktuellen Ausschüttungsquote ist die Dividende erstmal nicht in Gefahr. Ja, das ist so viel dazu. Wie gesagt, 6 Cent gibt es hier pro Monat pro Aktie und damit würde ich sagen, Freunde, lassen wir auch Prospect Capital hinter uns und springen zu Transalta Renewables. Das ist jetzt hier ein kanadischer Wert, genauso wie der Wert, der danach kommt. Hierbei immer bitte bedenken, Freunde, kanadische Werte sind an sich ja super spannend, auch eine der wichtigen Industrienationen der Welt. Wir haben nur einen großen ärgerlichen Nachteil als Freunde der Dividendenkunst. Und zwar sind das die Quellensteuern, das Thema relativ komplex. Ich sage mal, ohne professionelle Hilfe kaum möglich diese, ja, diese Dividenden wiederzubekommen, beziehungsweise was man zu viel Zeit an Quellensteuer. Es gibt diverse Lösungen, es gibt ja inzwischen schon Anbieter, es gibt Konten, wo man sich vorab befreien kann und das dann gerade bei höheren Investitionen aus meiner Sicht das Mittel der Wahl. Ja, Transalta Renewables, ihr könnt es sehen, wir sehen hier Windräder. Ja, für mich so ein bisschen, ich finde sie nicht unbedingt immer schön zu sehen. Gleichzeitig hat man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt. Aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir ähm, ja, unsere Energie von fossilen Brennstoffen ne, für Mutter Natur etwas unabhängiger machen. Transalta Renewables ist hier einer der Werte dafür, wie gesagt, aus Kanada. Wir sehen es, heute kommen noch Zahlen raus. Ähm, ist etwas ungünstig, heute sie mit drin zu haben. Sehen wir aber mal drüber weg. Hier können wir das Portfolio sehen, relativ spannend. Man ist also in Australien und Kanada, wie erwartet, unterwegs. Auch die USA haben wir so ein bisschen mit dabei, Schwerpunkt natürlich Kanada. Und wir sehen hier, in welche Formen der Energieerzeugung man investiert. Wir haben hier Wind mit dabei, 23 Assets, Wind auch hier 50 Prozent, also ein Schwerpunkt. Der zweite ist Natural Gas. Also Erdgas ähm, wäre jetzt nicht was, was ich unbedingt als erneuerbar in, ähm, in der, ähm, an der Stelle definieren würde. 43% hat man da. Man kann auch immer hier schön sehen, Gas vor allem dann hier in Australien. Die Windparks hier mit dem kleinen Windrad. Hier in AB, da fehlt mir jetzt die passende Abkürzung. Aber auch hier haben wir so ein bisschen, kann man also auf der Karte gut erkennen. Wobei hier haben wir auch noch so ein bisschen ein Gaskraftwerk. Dann haben wir Hydro. Da verstecken sich dann eben Wasserkraftwerke an der Stelle. Haben wir hier mit dem blauen Symbol, sieht fast so ein bisschen aus wie das ATT-Logo. Solar haben wir auch ein kleines bisschen hier. Eins, äh, nee, das ist kein Solar. Und hier, nee, das ist auch Corporate, so wie es aussieht. Also da haben wir ähm, ähm, Offices an der Stelle. Wir sehen aber Hydro und Solar hier mit 7%. Ähm, ja, deutlich geringer. Dann haben wir hier ba Battery, also haben wir hier auch nochmal eine Sch Speichermöglichkeiten, die generieren nicht unbedingt den Cashflow, aber auch davon hier so einen Speicher hat man schon gebaut. Sicherlich gar keine schlechte Idee, weil es ist natürlich auch ein Problem der erneuerbaren Energien, dass man sie nicht immer zuverlässig planbar hat, wie das eventuell dann mit so einem Gaskraftwerk ist. Ja, wir schauen gemeinsam auf die Fundamentalkennzahlen, Freunde, und wir gucken hier dann natürlich auf den Free Cash Flow. Hier können wir ihn anschauen und sehen es hier. Man, wir waren zwischenzeitlich war die Dividende dabei nicht ganz gedeckt, was natürlich auch daher kommt, dass man momentan ausbaut und investiert. Das werde ich gleich noch bei dem zweiten Wert etwas näher zeigen. Die Prognose geht aber ganz klar, dass der Free Cash Flow die Dividende bald wieder decken wird. Grundsätzlich hier von der Prognose, was nicht ganz so schön ist, geht man eher von etwas stagnierenden Umsätzen aus. Der Free Cashflow, wie gesagt, geht hoch. Ähm, Gewinn auch zukünftig erstmal hier am Steigen. So die Prognosen. Also das auf jeden Fall schon schöner als dann hier die Umsatzprognose, die konstant bleibt. Ähm, wir sehen es hier. Es wird scheinbar dann durch einen Anstieg, durch einen prognostizierten Anstieg der Margen auch erzielt. Und dann schauen wir mal zusammen in die Bewertung rein, Freunde. Wir fangen an mit dem bereinigten Gewinn und sehen, der schwankt hier etwas stärker. Das ist erstmal natürlich nicht so schön. Ähm, entsprechend sehen wir eben auch, dass der Fair Value etwas stärker schwankt. Momentan haben wir hier einen Gewinnrückgang gehabt. Damit hier der Kurs aktuell 12,65 kanadische Dollar. Und der Fair Value nur bei 9,2, bei gut 9,2. Das heißt, hier auf dieser Basis wäre diese Aktie teuer bewertet. Wir sehen natürlich auch mit der Prognose, dass der Gewinn wieder steigt. Entsprechend würde auch dann natürlich wieder der Fair Value dahinter steigen. Dann wäre die Aktie wieder günstig. Durch die starken Schwankungen würde ich hier die Aussagekraft etwas in Frage stellen wollen. Wir schauen deswegen mal auf den Umsatz. Wir sehen, der ist deutlich konstanter und auch hier der Fair Value auf Umsatz. Ja gut, 2016 ist er mal ordentlich runtergegangen, hier auch mit diesem Umsatzeinbruch. Danach deutlich konstanter und wenn wir das jetzt auf Basis Umsatz betrachten, dann wären wir günstig bewertet aktuell mit 16,72 kanadischen Dollar zu 12,65. Umsatz hier für mich etwas schöner von der Aussagekraft, wie gesagt, weil der nicht ganz so stark schwankt. Wir schauen auch mal den Fair Value auf Basis der Dividende an, weil wir wollen ja oder viele von euch werden wahrscheinlich diesen Wert hauptsächlich wegen der Dividende ins Portfolio holen und sehen, die Dividende hätte momentan ein Fair Value von 15,5 kanadischen Dollar und der Kurs dagegen, wie gesagt, der ist deutlich niedriger. Das heißt, auch auf der Basis der Dividende sind wir günstig bewertet. Und wenn man meine Meinung dazu hören möchte, ich würde hier eher auf den Umsatz und auf die Dividende vertrauen. Ja, damit Freunde, gucken wir mal auf den Chart, was der uns so verraten wird. TransAlta Renewables, hier haben wir sie gefunden. Gehen wir erstmal in den langfristigen Chart und das gefällt mir auf den ersten Blick gar nicht so gut. Warum? Ähm, wenn wir uns hier so ein bisschen hier am Beginn des Charts orientieren, August 2013, also 2013, diese Firma dann eigenständig an die Börse, dann sehen wir, wir haben immer wieder Korrekturen quasi auf dieses Einstiegsniveau. Also das, das Korrekturniveau wird immer heftiger. Hier einmal. Gut 24 Prozent, ja gut 24,2. Seht es mir nach, wenn ich es jetzt nicht ganz genau erwischt habe. Es geht jetzt hier nicht um den exakten Wert genau, sondern eher um das Verfahren. Dann sehen wir hier 34 Prozent korrigiert und ähm, hier dann auf einmal schon 48. Also die Korrekturen werden hier stärker und äh, das finde ich erstmal auf den ersten Blick nicht wirklich schön an der Stelle. Eher etwas abschreckend tatsächlich. Wir gucken mal, wie sich das Ganze mit der Dividende entwickelt hat. Auch das wollen wir hier natürlich fairerweise mit dazu nehmen. Ich lösche mal die Zeichnung wieder raus. Damit sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Hier haben wir eine Aufwärtsbewegung, aber wir sehen eben auch hier die Korrekturen, die Auswirkungen, die sind eher stark. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eins, wir haben hier einen volatilen Wert. Ja, wir wollen natürlich noch mal nach passenden Einstiegen gucken. Ähm, wir sehen es hier, aber auch diese Korrekturbewegung, die ist hier aktuell noch in Kraft. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir hier den Trendbruch haben, einfach auch, weil wir kein tieferes Tief ausgebildet haben. Insofern ist diese Korrektur hier in Progression. Natürlich haben wir jetzt das Potenzial, dass wir uns so auf diesem Niveau, was auch volumentechnisch passen würde, dass wir an dieser Supportzone vielleicht abgeprallt sind, neue Aufwärtsbewegung gestartet. Das aber momentan noch spekulativ. Wir haben noch keine wirklich, ich sag mal, belastbaren Ansätze einer Bodenbildung und damit für mich vielleicht aktuell günstig bewertet die Aktie, aber aus technischer Sicht sehe ich hier noch keinen wirklichen Einstieg und wie gesagt auch das hier ja etwas eher abschreckend charttechnisch für mich. Ja, damit gucken wir noch mal auf die Dividendenwerte 7,35 Dividendenrendite mit erneuerbaren Energien, na naja, gut und Gas <laughs> und Erdgas mit dazu. Das ist auf jeden Fall ein schöner hoher Wert, das muss man sagen. 12 Dividenden pro Jahr. Ähm, Payout from free, free Cashflow momentan sehr hoch, das haben wir auch schon gesehen. Wir haben auch gesehen, dass wenn die Prognosen so eintreten, dass eben die Dividende vom Free Cashflow aus bald auch wieder gedeckt ist und natürlich hängt es auch mit Investitionen zusammen. Ja, Steigerungen gab es zuletzt wenige, in diesem Jahr wird keine erwartet, in der Vergangenheit schon, hilft uns aber nicht. Wir hätten natürlich jetzt gern auch Steigerungen, die wir hier aktuell nicht vorfinden, ähnlich wie aber auch bei den anderen Werten bisher in dieser Runde. Und was auch nicht so schön ist hier, 2017 auf 18 wurde die Dividende auch mal kurz gesenkt. Danach aber seit 2019, hier 19, 20, 21, 22 und auch 23, auch die Prognose für die Zukunft, da eben diese Dividende konstant gehalten. Ja, damit also seit vier Jahren nicht mehr gesenkt. Zwölfmal schüttet sie aus, ist auch nicht verwunderlich. Wie gesagt, wir reden hier über Monatszahler und ich bekomme 8 kanadische Dollar 0,8 kanadische Dollar jeden Monat pro Anteil ausgeschüttet ja Transalta Renewables damit springen wir zum letzten Wert dieser Runde und zwar zu Northland Power und ja wo Transalta irgendwie noch so schöne Bilder hatte hatte sie Northland Power nicht jetzt kommen wir es so doch man muss also ein bisschen durchklicken wir starten hier mit einem mit dem Annual Report aber dann sehen wir eben auch hier es geht um den Bereich Energie, erneuerbare Energien. Und hier möchte ich mit euch erstmal nur über die Highlights gucken. Und dann können wir eben hier sehen, wir haben ähm, von der erzeugten Energie einen Schwerpunkt im Bereich Wind, besonders offshore. Das heißt auf dem offenen Meer 60%, 5% onshore, ein bisschen Solar ist mit dabei, was heißt ein bisschen gut ein Viertel und 10% andere. Das also hier in Summe die Energieerzeugung. Von der Geografie her auch relativ spannend. Man ist nicht nur in Nordamerika unterwegs, obwohl es ein kanadischer Wert ist, sondern auch Europa, Asien und Lateinamerika. Finde ich gut. Man ist also auch regional diversifiziert. Und ähm, das habe ich schon gerade bei Transalta ein bisschen angedeutet. Hier können wir sehen, wie so im Einzelnen die Energie erzeugt wird. Hier von Thermalkraftwerken mit diesem Symbol über Solar. Solar sehe ich jetzt doch. Solar haben wir hier auch. Über Offshore Wind und eben Onshore Wind. Hier eben die verschiedenen ja, Typen dann auch abgebildet. Spannend aber auch, wir sehen hier viele orangene Symbole und die stehen eben dafür, dass hier aktuell eben neue Kraftwerke gebaut werden. Und das eben nicht nur auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent, sondern auch hier in Europa, hier im Vereinigten Königreich. In Polen, in Deutschland ist man auch in der Nordsee dabei. Hier die Niederlande haben wir mit dabei, Spanien und auch hier ähm, im Bereich Japan, Taiwan und Südkorea. Auch hier baut man Kraftwerke. Ist also auch hier gut am Investieren und international aufgestellt. Das finde ich auf jeden Fall schon mal schön. Wir gucken mal hier in die äh, Fundamentalkennzahlen rein und sehen die Dividende hier vom Free Cash Flow gedeckt. Zeitweise war das nicht so, also trotz der höheren Investitionen. Vielleicht sind sie aber auch hier schon angelaufen an der Stelle. Ähm, gewinntechnisch sehen wir beim HAM momentan hier einen relativ hohen Gewinn gehabt. Natürlich sicherlich auch durch die hohen Energiepreise. Das wird sich wieder etwas normalisieren in der Zukunft. So zumindest die Prognosen. Umsätze hier eher auf einem konstanten Niveau. So, und wir gucken natürlich hier auch auf die Bewertung, Freunde. Und wir fangen natürlich an auf Basis des bereinigten Gewinns natürlich, nicht des unbereinigten. Und sehen hier, dass das Ganze schon relativ stark schwankt wieder. Deswegen gucken wir hier nochmal auf den Umsatz auch mit dazu aktuell hier minimal unterbewertet, aber ich sage auch ganz ehrlich, das ist hier so ein bisschen plus minus null. Wir sind natürlich an äh, nahe des Fair Values und da wir gewisse Schwankungen dabei natürlich haben, gewisse Ungenauigkeiten in dieser Methodik, würde ich sagen, momentan sind wir hier einfach nur fair bewertet. Wir gucken auf den Umsatz und da sehen wir ein ähnliches Bild. Umsatz hier schöner, der ist eben Deutlich konstanter, deutlich stetiger erstmal gestiegen, jetzt auf einem hohen Niveau, dann eben wie gesagt relativ konstant. Auf Basisumsatz sind wir auch leicht unterbewertet, hier 34,7 zu etwa 33,26, also auch hier relativ nah des Fair Values. Und damit zu guter Letzt nochmal auf die Dividende geschaut. Und hier sehen wir, hier sind wir dann eigentlich zu teuer. 32,72 kanadische US-Dollar, wie gesagt, momentan der Kurs. Fair value hier schwankt so bei 25,6 kanadischen Dollar. Also damit auf Basis der Dividende überbewertet. Ähm, Dividende vielleicht nicht ganz ähm, hier an der Stelle überbewerten. Ähm, aber Umsatz und Gewinn sprechen eindeutiges Bild. Wir sind nicht günstig, aber wir sind auch nicht zu teuer. Ja, jetzt habe ich gesagt, Dividende nicht überbewerten. Das werden wir hier jetzt natürlich nochmal validieren und zwar im Chart. Und hier validiert sich das auch für mich, denn wir sind hier grundsätzlich in einer Aufwärtsbewegung, auch wenn wir gerade Korrektur, äh, korrigieren hier, auch wenn wir hier manchmal so Seitwärtsphasen hatten. Wir erzielen hier auch Kursgewinn, deswegen muss nicht immer alles da auch als Dividende ausgeschüttet werden. Und ähm, ja, insofern würde ich mich da auf Gewinn und Umsatz doch eher verlassen und sagen, wir sind bei einer fairen Bewertung charttechnisch. Genau charttechnisch. Darauf wollten wir hinaus. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung momentan in der Korrektur. Wenn wir die Dividende mit dazu nehmen, sieht das Ganze noch schöner aus. Dann können wir hier sogar eine relativ saubere Trendlinie zeichnen. Wo haben wir momentan passende Einstiege? Wir springen dafür wieder in die fünf-Jahresbasis auf den Wochenchart. Und sehen hier, wir hätten hier das Potenzial, uns auf diesem Niveau zu fangen. Wir haben hier einen alten Widerstand aus 2020 hinaus äh, noch. Ähm, ich sage mal vor der vor dem Corona-Crash, vor der Corona-Korrektur. Und der könnte uns jetzt helfen, uns an dieser Stelle zu stabilisieren. Falls das nicht gelingt, sind aber auch noch weitere äh, ja, Rückgänge bis hier so in den 26er Bereich und tiefer aus meiner Sicht möglich. Und dann würden wir auch wieder in diesen Bereich vom Fair Value auf, aus Dividendensicht kommen. Das heißt hier auch an meiner Stelle, ich würde das Ganze noch abwarten, einfach weil wir nicht wissen, wie diese Korrekturbewegung sich findet. Man könnte jetzt hier einen Boden hineininterpretieren, den sich aber noch nicht final genug ausgebildet. Und schöner wäre es natürlich auch, wenn wir diesen Korrekturtrend brechen, wobei wir dann aber auch wieder kurstechnisch deutlich weiter nach oben gelaufen wären. Wir springen auf die Dividendenkennwerte. 3,68% wird aktuell ausgezahlt, 12 Dividenden pro Jahr seit 0 Jahren gesteigert, seit 5 nicht gesenkt. Und wir sehen es hier, 28,3% werden aktuell ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote hier also relativ niedrig. Es wird momentan auch kaum noch gesteigert. Ähm, ja, wir gucken einmal hier näher hin. Was wurde gesagt? Seit fünf Jahren nicht mehr gesenkt. 1, 2, 3, 4. Okay, hier wurde von 16 auf 17 einmal gesenkt. Okay, davor aber immer relativ konstant gehalten. Für mich damit gar nicht unbedingt so der klassische Dividendenwert. Ich würde fast so ein bisschen hier so einen Dividendenwachstumswert hier raus interpretieren wollen. Einfach auch, weil wir ordentliches Kurswachstum haben. Wir haben gesehen, man versucht international zu expandieren. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus, wenn da nicht noch die kanadische Quellensteuer wäre. Ja, Monatszahler, zwölfmal wird ausgeschüttet, 10 kanadische äh, 0,1 äh, kanadische Dollar pro Monat, die Dividende pro Anteil. Ja, Freunde, und das waren wieder vier Monatszahler. Mein Favorit diesmal ganz klar: Northland Power. Die Aktie hat mir am besten gefallen. Der Chart ist schön und wir sehen es eben: Sie sind am expandieren. Hier vielleicht und das Potenzial im späteren Verlauf nochmal deutlich höhere Dividenden zu bekommen. Auf Platz 2 würde ich diesmal LTC Property sehen. Dann auf Platz 3 sehe ich hier Transalta Renewables und Prospect Capital. Beide so ja auf ähnlichem Niveau. Prospect vielleicht noch ein Tuck spannender. Sie haben zwar stark korrigiert, sie haben die Risiken im Portfolio, aber man hat eben auch die Chance, momentan günstig einzusteigen. Wie gesagt, aber bitte nur für risikobewusste Anleger, keine Anlageberatung an dieser Stelle. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich freue mich über den Daumen hoch, abonniert den Kanal, kommentiert auch gerne, schreibt mir auch gerne, wenn ihr noch weitere Monatszahler sehen wollt, wenn das Interesse da groß ist, können wir das gerne nochmal aufnehmen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht es gut. Ciao. Tschüss.